Sehr geehrter Herr Präsident. Als nächster Redner Wort Werner Neubauer, FPÖ. Sehr geehrte Damen und Herren, zum heute in Diskussion stehenden Klimabericht, der nennt sich Fortschrittsbericht, möchte ich eingangs feststellen für unsere Fraktion, dass wir eigentlich wenig Verständnis dafür haben, dass die Bundesregierung hier heute einen Antrag zur Beschlussfassung vorlegt, wo wir dem Herrn Minister so quasi für Paris einen Marschbefehl geben. Einen Marschbefehl, wie er sich in Paris zu verhalten hat und welche Positionen er dort mit und einbringen soll. Also ich verstehe das nicht. Vor einem Jahr wurde genau ein gleichlautender Antrag abgelehnt, weil man gesagt hat, man muss einem Minister zutrauen können, dass er im ureigensten Ressort auch bei den Verhandlungspartnern einen gewissen Spielraum hat, damit man sich dort auch bewegen kann. Und deshalb verstehe ich eigentlich nicht, warum wir heute hier beschließen sollen, dass man dem Herrn Minister gewisse Vorgaben schon jetzt durch das Parlament, ohne noch auf das Verhandlungsergebnis zu blicken, schon mitgeben soll. Wir werden dem nicht zustimmen. Tatsache ist, dass wir beim Klima offenkundig ein Problem haben, die Ziele letztendlich immer zu erreichen. Das hat verschiedenste Gründe. Wir haben ein Ziel, das wir derzeit vor Augen haben, das ungefähr im Bereich von 1995 angesiedelt ist. Das ist wenig und es hat sich in den letzten Jahren dahingehend auch nicht wirklich viel getan. Wir haben natürlich als Binnenland große Brocken zu stemmen, das ist ja wohl jedem klar. Wir haben ein Problem bei der Energieaufbringung, wir haben ein Problem bei den Wohnungen, bei dem Wohnen und bei den Dienstleistungen, wir haben ein Problem bei der Industrie und natürlich beim Verkehr als Transitland, ganz klar. Aber eines muss auch klar definiert sein, wir müssen von unserer Bundesregierung schon verlangen können, dass sie uns endlich klare Ziele definiert und Vorgaben liefert, nämlich Rahmenbedingungen, in denen sich die Wirtschaft auch bewegen kann. Denn ansonsten wird es schwierig sein, überhaupt mit den Klimazielen herunterzukommen. Und dieses nachhaltige Energieszenario ist für uns nicht gegeben. Und eines muss man natürlich auch klar sagen, diese Träumereien um 50%, die entsprechenden Ziele von Energieverbrauch herabzubringen oder 90% von Treibhausgasen einzusparen, das werten wir als Träumereien, die es so in der Realität wahrscheinlich nicht geben wird. Aber wir müssen tatsächlich etwas tun. Wir können etwas tun im Energieverbrauch. Wir können etwas tun bei den Investitionsinitiativen in der Energieeffizienz und wir können auf jeden Fall etwas tun in der Energiesuffizienz. Ich habe gestern ein Schreiben eines Energieanbieters bekommen, AAE, ich sage das ganz offen, Naturstrom, und da steht drinnen, Sie haben gemeinsam mit all unseren Kunden 28.900 Tonnen CO2 und 60,5 Kilogramm radioaktiven Abfall in diesem Jahr eingespart. Ich glaube, das ist ein schöner Anreiz dafür, dass wir noch viel mehr in die Richtung gehen müssen der Aufklärung der österreichischen Bevölkerung, was im Energiesparbereich möglich ist. Dort haben wir unglaublich viel Potenzial und würde die Wirtschaft, die hier im Bericht mit 2% Wachstum angeführt ist, woran niemand in Österreich glaubt, in den letzten Jahren sind die Zahlen am Ende des Jahres immer heruntergeschraubt worden auf 0,6, 0,7%. Ich würde mir wünschen, wenn wir 2,0% hätten, aber da sind wir weit entfernt. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit Bedenken nach 1945. Auch das sollte man bei all diesen Fragen nicht wegdiskutieren, denn hier haben wir natürlich ein Problem, wenn wir uns die Ziele zu hoch ansetzen, dass die Wirtschaft darunter leidet und damit auch die Arbeitslosigkeit noch mehr steigt. Eine Reduktion des Energieverbrauchs sowie eine Reduktion von 90% beim Treibhausgasausstoß als Zielvorgabe bezeichnet Werner Neubauer von der FPÖ als Träumerei.